Der FC St. Pauli gegen den FSV Mainz 05. Knapp eine Viertelstunde absolviert. Fehler Morena. Borcher allein auf weiter Flur. Borcher, Borger mit gutem Stellungsspiel. St. Pauli in der Folge wachgerüttelt. 20. Spielminute, Ecke Ludwig, Kopfball Eger, Jubel auf St. Pauli. Die Kiezkicker mit 1:0 in Führung. Dies auch der Halbzeitstand. Eger gewinnt das Luftduell gegen Subotic, keine Chance für Istonat. Abschnitt 2, die Mainzer drängten auf den Ausgleich. 60. Minute, Markus Vollner, schöner Versuch aus der Drehung, einen Tick zu unplatziert. Wir springen in die 85. Minute, Mainz mittlerweile verletzungsbedingt nur noch zu 10. Bruns im Laufduell gegen Noweski, der Pfiff die Konsequenz. Rote Karte für den Mainzer Kapitän. Noweski mit dem Faustschlag in das Gesicht von Bruns. St. Pauli Mainz 1:0.